Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr könnt sowohl an meinen Haaren als auch an meinem Oberteil erkennen, dass dies eine ganz, ganz, ganz besondere Review wird, denn wann trage ich irgendwann mal weiß? Ich musste so lange suchen, um ein weißes Oberteil zu finden. It's really sad. Und wann mache ich jemals meine Haare extra für eine Review? Richtig. Das Einzige, was mich dazu veranlassen könnte, ist die tiefe Liebe zu meinem super süßen Engel Tara von dem Kanal TamTam Beauty. Die süße Maus hat jetzt endlich ihre dritte Runde mit DM rausgebracht und wir haben eine komplette Kollektion, die sie mir hat zukommen lassen in PR. Das heißt, es ist keine bezahlte Werbung, aber sie hat es mir zugeschickt, worüber ich mich extrem gefreut habe. Und wir machen heute eine Review von den neuen Produkten zusammen. Ich bin mega, mega excited. Bevor wir anfangen, allerdings ein kleiner Disclaimer. Ich mag Tara unglaublich gerne. Ich habe sie mehrmals privat getroffen und schreibe auch privat mit ihr hin und her, was natürlich auch bedeutet, dass ich ein kleines bisschen biased bin. Also natürlich sage ich euch, wenn Dinge für mich funktionieren oder auch nicht, aber man darf nicht vergessen, wir sind auf eine gewisse Art und Weise auch befreundet. Sie ist nicht nur irgendeine Kollegin für mich und Tara ist eine dieser Personen, die so ein Herz aus Gold hat und so wirklich ein Engel in Menschenform ist, meiner Meinung nach, dass ich auch gar nichts Böses sagen könnte, sagen wir es jetzt mal so. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht ehrlich zu euch sein werde, aber ich finde es sehr wichtig, da transparent zu sein. Das habe ich auch bei meinen anderen Reviews, zum Beispiel zu Julinas Collection gesagt, zu Maxims Collection gesagt, zu Marvins Collection gesagt, zu Hattis Collection gesagt. Das also erstmal nur kurz für die Transparenz. Und jetzt geht's direkt los mit der Collection. Also, ich bin super, super excited und der Grund, warum ich so weiß angezogen bin, ist, dass diese Collection das Thema Bridal hat, also Braut. Die liebe Tara hat ja vor einigen Monaten geheiratet und sie sah wunderschön aus. Sie hat in ihrem Announcement-Video auch noch 4 andere Hochzeitskleider angehabt, die auch alle wunderschön waren. Ich lasse euch natürlich alle Socials, alle Links unten in der Infobox und die Links zu DM, wo es das mittlerweile online auch gibt, lasse ich euch natürlich auch da. Heute ist übrigens Donnerstag, der 17.09. und ab heute sind die Sachen erhältlich bei DM, sowohl online als auch in Store. Und da möchte ich euch gleich noch ein paar Tipps zu geben, aber das mache ich, während wir alle andere auftragen. Sweeten, ich bin gerade extra einmal zu DM gelaufen, um den Aufsteller zu sehen von Tara. Hier sind alle ihre Produkte nochmal. Als kleiner Tipp noch für euch alle, ich spiele das hier gleich auch noch ins Video ein. Wenn ihr die Produkte vor Ort im DM nicht mehr bekommt, dann könnt ihr sie bei dm.de online einfach in eure Filiale liefern lassen. Das ist kostenlos im Gegensatz zur Lieferung nach Hause. Und das dauert dann 3-4 Tage und dann ist es da. Dann könnt ihr es einfach und problemlos abholen. Also falls in eurem Aufsteller nichts mehr drin ist, nicht verzagen. DM-Fragen. Baby, du siehst einfach so gut aus. Wie ihr seht, habe ich meine Base schon fertig gemacht. Das heißt, ich habe alle Creme-Produkte aufgetragen. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal das PR-Paket und welche Produkte auch da drin sind. Das ist die Box, in der alles kam. Und ich muss sagen, Packaging Goals as fuck. Also wirklich so, so schön. Wieder mit ihrer Unterschrift, die auch bei den anderen Collections mit drauf war. Aber dieses Tee und das umgedrehte Tee sind halt neu. Fühlt sich sehr hochwertig an und ist auf jeden Fall eine Box, die ich behalten werde. Denn davon ab, dass sie wirklich sehr hübsch aussieht, ist auch noch eine persönliche Widmung drin. In dieser Collection sind so viele tolle Sachen und so viele Sachen, über die ihr euch, glaube ich, auch freuen werdet. Und das allererste, was ich euch zeigen möchte, ist der Perfect Sponge, den sie schon in ihren 2 letzten Collections hatte und den viele von euch extrem gefeiert haben. Ich glaube, das war das meistgewollte Produkt aus dem neben der Lidschattenpalette vom letzten Mal und dem Banana Powder, das auch extrem, extrem gut war. Und sie hat auf jedes Produkt hinten noch eine kleine Message geschrieben. Die lese ich jetzt nicht vor, damit ihr als Zuschauer und Zuschauerin auch die Freude habt, die Produkte selber euch nochmal angucken zu können und die kleinen Messages zu lesen, die sie für euch extra geschrieben hat. Ich finde es super süß, dass alles so personalisiert ist. Den Perfect Sponge habe ich nicht benutzt, wie man sehen kann, denn ich weiß, dass ihr den unbedingt haben wolltet und ich habe ja gerade, ich glaube, 4 verschiedene Sponges in Benutzung. Ich weiß, dass der sehr gut ist, ich weiß, dass ihr den gerne haben möchtet und deswegen kommt der in ein Giveaway. Als zweites, und damit setten wir jetzt gleich meine Base, die halt noch gar kein Puder drauf hat, haben wir hier das Translucent Powder. Sie hat ja vorher schon ein Loose Powder rausgebracht und zwar das Banana Powder. Das war für viele aber etwas zu dunkel oder etwas zu gelb. Ich persönlich habe ja einen gelben Unterton. Für mich hat das gut funktioniert. Und es kann natürlich auch, was ganz gut ist, die Augenschatten ein bisschen ausgleichen, wenn man so einen bläulichen Schatten oder lilanen Schatten unter den Augen hat. Ist aber vielleicht fürs ganze Gesicht manchmal ein bisschen zu krass. Tara selber hat ja ein super krasses Bright Under Eye immer. Ich finde es bei ihr sehr schön. Für mich ist das etwas too much, auch wenn ich glaube, meine Foundation und mein Concealer bestimmt 3 Shades auseinander
Kinder sind, aber das war mir etwas zu viel. Deswegen freue ich mich, dass sie auch einen Translucent Powder rausgebracht hat für alle, die heller sind und auch alle, die etwas dunkler sind, damit sie das Puder auch benutzen können. Damit setzen wir jetzt erstmal meine Base. Den Sponge gibt es übrigens für 4,95 Euro bei DM und das Translucent Powder für 12,95 Euro. Und da sind 15 Gramm drin, das heißt, davon habt ihr auf jeden Fall auch eine Weile was. Und dafür finde ich den Preis sehr schön. Das Packaging ist diesmal auch wieder so, so schön geworden. Noch ein bisschen anders als die letzten beiden Collections. Ist sehr hartes Plastik und ich finde, dass das wirklich aussieht, als wäre hier oben eine Glasscheibe mit drauf, was ich persönlich sehr hübsch finde, weil man das auch so sehr schön so auf sein Vanity stellen kann. Und ja, wenn man das Puder aufmacht, hat man hier diesen kleinen Puff mit drin. Ich persönlich mag die Puffs ganz gerne, um zwischendurch noch ein bisschen unter meinen Augen extra Puder drauf zu machen. Ich benutze manchmal meinen Sponge, manchmal so einen kleinen Puff dafür, wenn ich halt Angst habe, dass Fallout oder so meine Base ruinieren könnte. Ich mache meine Base ja immer zuerst. Das heißt, wir hoffen einfach mal, dass die Lidschattenpalette kein Fallout hat. Bitte, bitte kein Fallout, liebe Make-up-Götter. Ist hier so gesealt mit einem kleinen Plastikteil. Das ziehen wir jetzt einmal ab und wir setten damit jetzt erstmal meine Base. Ich benutze den großen Catrice-Pinsel, den ich aus der Limited Edition habe, den ich immer noch sehr, sehr liebe. Es ist immer so aufregend, was Neues auszuprobieren. Also wenn man es zuerst aufträgt, ist das etwas weiß, aber sobald man es verblendet, also ich zeige euch das mal einmal kurz, wenn ich es jetzt hier einfach drauf stempel sozusagen, dann sieht man das weiße Puder, aber zack, ist es weg. Das finde ich persönlich sehr schön. Also es ist wirklich ein Translucent Powder. Es gibt ja auch Translucent Powders. Ich finde zum Beispiel das von Laura Mercier überhaupt nicht gut. Ich weiß, viele von euch lieben das. Ich persönlich überhaupt nicht. Bei dem ich das Gefühl habe, es hinterlässt so einen Weißschleier und es ist sehr trocken. Ultra fein gemahlen. Wirklich krass. Fühlt sich super, super angenehm an auf der Haut. Was ich auch wichtig finde, es ist nicht parfümiert. Also ihr habt da nicht so eine Huda Beauty Erfahrung. Das ist schon mal gut. Und es lässt sich problemlos überall auftragen. Es ist jetzt auch alles abmattiert, ohne komplett den Glow wegzunehmen. Sehr schön und wie gesagt, keine Eigenfärbung mit drin. Bevor ihr euren Concealer settet, immer nochmal ausblenden. Weil sonst ist das alles in Stein gemeißelt, falls da was gecreased hat. Und das wollen wir nicht. No, no, no. We don't want that. No. Yeah, not at all. Unter den Augen habe ich es jetzt etwas dicker aufgetragen. Also nicht richtig Baking, aber schon etwas dicker, um hier auch noch den Concealer zu setten. Und wie ihr sehen könnt, kann das auch so einen richtigen Brightening-Effekt haben. Ich habe es jetzt noch nicht verblendet, nur damit ihr einmal sehen könnt, wie das aufgetragen dann noch aussieht. Also wenn ihr einen richtig krassen Under-Eye-Brightening-Effekt haben wollt, dann könnt ihr das mit diesem Puder auch erreichen, nämlich es schichtet. Jetzt habe ich das Ganze ausgeblendet. Der leichte Brightening-Effekt ist noch da, aber es hat sich hier alles auch extrem gut einblenden lassen. Also für die, die den Effekt vielleicht ein bisschen zu krass finden, kann man das auch ganz gut benutzen. Finde ich auf jeden Fall ein schönes Puder und werde ich in meiner Routine weiter benutzen. Ist auf jeden Fall für mich besser als das Laura Mercier, denn es fühlt sich zwar gesettet an, aber auch da, wo ich sehr trockene Stellen habe, habe ich nicht das Gefühl, dass das Puder sich mehr absetzt, als es sonst tun würde. Seid einfach da, wo die trockenen Stellen sind, da hat der Concealer sich auch festgekrallt und da sieht man dann natürlich auch durch das Puder das mehr, aber da kann das Puder auch nichts für. Mit diesem weißen Oberteil, ich werde mir das doch heute ruinieren, oder? Wer wettet mit mir darauf, dass ich es absolut versauen werde? Love that for me. Als nächstes gehen wir direkt in die erste Palette rein. Meine Augenbrauen mache ich gleich. Und zwar hat sie auch eine Bridal Face Palette rausgebracht. So sieht das Packaging aus und hier könnt ihr vielleicht etwas besser drauf erkennen, wie das Packaging insgesamt aussieht. Das ist auf dem Puder oben auch drauf, das erkennt man nur nicht so gut in der Kamera. Dass diese weißen Blumenornamente mit drauf sind, also alles so super sleek, super hübsch einfach. Die Bridal Face Palette kommt für 16,95 Euro und es sind insgesamt 5 Shades drin. Wenn ihr das Paket aufmacht, dann habt ihr hier noch so eine kleine Folie, also nicht wie Luft, aber schon etwas, das die Palette noch ein bisschen schützt. Das finde ich persönlich sehr gut, weil falls man es bestellt. Und auch hier ist dieses Packaging wieder. Diesmal hat sie sich das anders überlegt. Hi, that's us. Hello. Hinten drauf ist jetzt dieses goldene Packaging, was sie vorher hatte und vorne, wie gesagt, dieses Beige. Und wenn man die Palette aufmacht, bekommt man als erstes, und das finde ich mega gut und so kann ich es euch auch mal zeigen, einen Spiegel, der noch gesichert ist mit so einem kleinen Sticker und das ist die Bridal Face Palette. Sie hat ihre verschiedenen Lieblinge von früher und eine neue Formulierung mit drin und zwar haben wir hier einen Bronzer in der Farbe Soulmate, wir haben einen Konturton in der Farbe Earth, wir haben einen Blush in der Farbe Baby, wir haben einen Highlighter
in der Farbe Diamond. War der vorher auch schon drin? Ich weiß es nicht. Und was sehr cool ist, für die Leute, die das Banana Powder sehr gerne mochten, gibt es hier das Banana Powder nochmal in Pressed Form. Das heißt, für die unter euch, die das gerne mochten oder die diesen Effekt unter den Augen gerne mögen, die können hier auch nochmal mit der Palette sozusagen ein Setting Puder extra für die Augen mitnehmen. Man kann es natürlich auch fürs Gesicht benutzen, je nachdem, ob man Baked Powder gerne mag oder lieber Loose Translucent Powder mag. Wir gehen als allererstes in Soulmate, den Bronzer. Und der sieht sehr warm aus. Ich bin gespannt, wie der sich auf dem Gesicht verhält. Ich bin ja nun relativ hell, also deutlich heller als Tara natürlich. So habe ich jetzt eine Schicht aufgetragen, einmal für euch zum Vergleich. Ich finde, es ist sehr gut, dass sie nicht zu krass pigmentiert ist, denn sie ist definitiv sehr warm und ein bisschen orangelastig für meinen Geschmack. Was aber definitiv positiv ist, dass man es aufbauen kann, weil man dann eben auch kleine Korrekturen durchführen kann oder ein eher natural Look haben möchte. Und ich denke mal, das wollte sie ja auch erreichen, denn eine Bridal Collection ist natürlich nicht irgendwie bang, boom, bang, sondern soll natürlich eine schöne, natürliche Strahlkraft hervorbringen, so würde ich das zumindest sagen. Also sozusagen you but better. Für mich ist der Ton persönlich ein bisschen zu warm. Das gefällt mir nicht so gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der für dunklere Hauttöne ganz gut funktionieren kann. Jetzt gehen wir in Earth, den Konturton. Oh, der ist auch sehr pigmentiert. Und Earth ist ein richtig, richtig guter Konturton, weil der ist wirklich aschig, wirklich gut, kühl im Unterton. Oh, that chiseled face. Auf einmal sieht sie nicht mehr aus wie ein kleiner Pfannkuchen. Love that for me. Anybody wanna marry me now? No? Okay. Als nächstes gehen wir in Baby. Das ist so ein, wie soll ich das beschreiben, schon so ein rosiger Blush? Ja, so eine Art. Und bin mal gespannt, wie der sich hier macht. Okay, es kommt auf jeden Fall ganz gut Pigment runter. Und ein bisschen Kickback im Fännchen. Bei den anderen Farben war das nicht so stark, aber das könnte auch an dem Pinsel liegen. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Nur, dass ihr Bescheid wisst, haltet dann die Palette etwas weiter weg von euch. Vor allen Dingen, wenn ihr ein weißes Oberteil habt, weil das kriegt man nie wieder raus. Oh, wie schön ist denn dieser Blush? Oh nein. Oh. Leute, guckt euch mal den Unterschied an. Oh, ich finde den Blush richtig, richtig schön. Wow. Das ist so richtig von innen strahlend, wenn man so, wenn ich mir so vorstelle, man schreitet zum Altar, man ist so happy und aufgeregt und ja, keine Ahnung. Der ist auch gut pigmentiert, aber man kann ihn auch aufbauen, was ich persönlich sehr gut finde. Aber ich finde das halt, wie gesagt, bei diesen Produkten etwas besser, dass man sie aufbauen kann. Gerade im Sinne der Bridal Collection. Denn was wichtig ist, finde ich, für eine Review ist auch zu überlegen, machen die Produkte Sinn für das, was sie claimen, was sie machen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt gehen wir in den Highlighter Diamond. Der ist sehr goldig. Ich bin mal gespannt, ob der für meinen Hautton vielleicht etwas zu dunkel ist. Ähnlich wie bei der Bella Palette. Oh, der ist doch gar nicht so golden. Also schon, aber halt nicht so krass, wie ich dachte. Und der lässt sich wunderschön verarbeiten. Also man hat jetzt so einen richtigen, so einen Glow, aber es ist halt nicht so ein Highlighter-Highlighter, was ich auch für ein Bridal-Make-up auf jeden Fall richtig finde. Hattie würde, glaube ich, sagen, einen Erwachsenen-Glow. Der gefällt mir viel besser, als ich gedacht hätte. Jetzt probieren wir es mal mit einer zweiten Schicht, einfach nur um zu gucken, ob man den aufbauen kann. Weil für die unter uns, die das lieber mögen. Ja, kann man auf jeden Fall noch mehr rausholen. Das heißt, man kann es auch, wenn man etwas stärkeres Highlight möchte, benutzen. Der ist echt schön. Okay, also ich hätte jetzt auf den ersten Blick nicht gedacht, dass der für meine Hautfarbe funktioniert. Was auch sehr gut ist, weil das heißt, jemand, der heller ist als Tara, Tara ist ja wie gesagt deutlich dunkler als ich, und für sie wird es ja auch funktionieren, kann das auch benutzen. Das heißt, wenn ihr auch so ein helles Häutchen seid wie ich bin zwar nicht ganz so krass wie zum Beispiel unser kleines Schneeweißchen Maren, aber auf jeden Fall auch schon relativ hell. Das ist auf jeden Fall trotzdem ein Ton, der dafür sehr gut funktioniert. Das Banana Powder benutze ich jetzt nicht. Wie gesagt, Bacon und festes Puder ist nicht so meins, aber ich weiß, dass die lose Version davon damals wirklich gut funktioniert hat, auch um so, wie gesagt, so ein bisschen Color Correcting mit dem Puder zu machen. Das gefällt mir sehr gut. Also es ist eine sehr schöne Face Palette. Ach ja, die fühlen sich übrigens sehr hochwertig an. Also die haben schon ein ganz gutes Gewicht. Als nächstes mache ich jetzt erstmal Setting Spray drauf und meine Augenbrauen. Und dann kommen wir noch zu den anderen Produkten, nämlich den Augen und den Lippen. Bin gleich wieder da. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Für meine Augenbrauen habe ich wie immer von Nabla mein Brow Divine benutzt in der Farbe Jupiter. Und für meine Augenbase, für den Lidschatten, habe ich wie immer von P. Louise die Rumor in 0.5 benutzt. Beides übrigens bei Purish erhältlich. Und am Sonntag müsste auch ein Purish-Video kommen, wenn heute hoffentlich das Paket noch mich erreicht. Das wäre sehr cool. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon sehr freuen. Als nächstes in der Kollektion haben wir noch die Bridal Eyes Palette. Die habe ich schon ausgepackt. Die hat das gleiche Packaging wie die Face Palette. Einfach aus dem Grund, weil ich
versuche mich gerade an meinem ersten TikTok. Naja, ist nie eigentlich nicht mein erstes TikTok. Also ich versuche mich auf jeden Fall an einem TikTok und deswegen brauchte ich die schon. Also wundert euch auch nicht, dass die schon etwas angedatscht ist. Die hat auch so einen großen, wunderschönen Spiegel. Den habe ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal abgedeckt. Also von dem, was ich jetzt geswatcht habe, das fühlte sich sehr, 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 sehr gut an. Das sind die Farbtöne, die natürlich super gut zu Tara als auch zu einer Hochzeit passen. Ich finde natürlich das Lavendel extrem schön. Mir gefällt aber auch dieser ganz, ganz dunkle Ton. Der heißt Finally. Finally Married, Cat Relate. Und der hat so einen movigen Unterton. Und ihr wisst ja, so schokoladenbraune Töne mit so einem movigen Unterton. Chef's Kiss auf jeden Fall. Das heißt, man kann auch einen sehr leichten Look damit machen, als auch in so eine Smoky-Richtung gehen, was ich sehr cool finde für das Konzept, wenn man sozusagen so einen Day-to-Night-Look haben möchte. Als auch wenn man zum Beispiel als Braut einen Kleiderwechsel macht, dann kann man auch den Augenlook in 0, nichts verändern. Wir fangen jetzt erstmal an. Die Namen sind übrigens auch schön. Care, Home, Yes, Love, Trust, Forever, Promise, Loyal, so. I'm already sold. Mit was fangen wir denn an? Ich versuche heute wirklich mal nicht so einen super smoky Look zu machen, sondern einen richtigen Bridal Look. Aber ich bin nicht so gut da drin, das wisst ihr. Ich bin all smoky everything, ihr kennt mich. Ah, the stress is real, the pressure. Aber wenn ich am Ende aussehe wie Tara, ist das auf jeden Fall, dann war es das wert. Ich mache mal eben kurz das Fenster zu. Diese Baustelle raubt mir den letzten Nerv, Freunde. Und ja, ich habe meine Jogginghose an, ich will nichts hören. Ich fange als erstes mit diesem hellsten Ton in Matt an. Der Name ist Care, das finde ich sehr schön. Ich glaube, Tara ist auch einer dieser Menschen, die sehr viel cared für ihre Mitmenschen, ihre Liebsten, ihre Community. Wir haben hier ziemlich viel Kickback im Fändchen. Für mich persönlich, wie gesagt, kein Problem, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ja, let's go. Ja, vielleicht wollt ihr noch ein kleines bisschen näher rankommen. Ja, das wollte ich euch noch im Vergleich zeigen. Und zwar ist das von Tara die Sundown-Palette. Und das ist genau dieses Packaging, das ich meinte. Ich habe zu ihr gesagt, wenn deine dritte Kollektion rauskommt, bitte mach anderes Packaging, weil man sieht einfach alles da drauf. Um euch einmal die verschiedenen Designs zu zeigen. Also wir haben jetzt erstmal eine größere Palette. Wir haben viel, viel größere Pan-Sizes für die Lidschatten. Das finde ich persönlich sehr gut, dass so der Contour-Shade alles noch mit drin war. So getrennt finde ich es eigentlich sogar schöner, weil zwar die ist zwar travel-friendly, aber dadurch hat man einfach eine viel kleinere Auswahl bei den Shades. Girl, put your record on. Tell me your favorite song. Oh krass, ist der Spiegel gut. Ich möchte mich so nicht sehen. Okay, also die Spiegelqualität ist phänomenal. Ich habe jetzt den Bone Shade, wie gesagt, aufgetragen. Der ist nicht zu krass pigmentiert, was ich gut finde. Also man sieht hier, dass es heller ist, aber man kann es auch so ausblenden, dass man es nicht mehr zu krass sieht, sondern dass es nur so ein leichter Übergang ist, um die Augenbraue ein bisschen zu liften. Finde ich persönlich sehr, sehr angenehm. Ich brauche sowas immer einfach, um meine Augenbrauen noch so ein bisschen mehr Snatch zu machen, weil ich mir ja nicht mehr so viel Mühe gebe, ehrlich gesagt, die zu machen. Ain't nobody got time for that, people. Ich möchte heute tatsächlich die dunklen Töne eher nicht benutzen, sondern diese ganzen Rosy-Töne benutzen und natürlich die Schimmer. Die sind nämlich, Alter, wenn man da reinfasst, die sind so schön. Deswegen gehe ich als erstes in. Auch hier Kickback im Fändchen finde ich persönlich, wie gesagt, nicht schlimm, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, boom, haben wir das Pigment da. Okay, cool. Und was für eine schöne Farbe. Okay, das ging jetzt in 0, nichts. Ist eine super, super schöne Farbe. So ein leichtes Rostrot ist damit drin. Gefällt mir sehr gut. Und ich werde da nicht mehr viel dran machen tatsächlich, sondern es einfach so lassen, eben um nicht so einen krassen Look zu machen. Man kann an der Formulierung auf jeden Fall schon jetzt erkennen, dass sie A, gut pigmentiert sind, aber nicht zu krass, sodass man sie aufbauen kann, was ich persönlich auch gerne mag. Und ich glaube, gerade für Leute, die nicht regelmäßig Augenlooks machen oder auch nicht so super artsy Looks, nicht so bunt und so weiter, ist das dann eine Formulierung, die sehr, sehr gut ist von Lidschatten. Wenn die etwas trockener sind, so wie die matten Töne bis jetzt sind, ist das sogar tatsächlich ziemlich gut. Denn man hat zwar ein bisschen dieses Kickback im Fändchen, aber sie lassen sich extrem gut ausblenden. Als nächstes gehe ich mit der Farbe Love rein. Das ist so ein Altrosa. Und darüber gehe ich gleich mit Yes. Auch hier, alter Schwede, okay, girl. Come slay my face. Auch hier Kickback im Fändchen auf jeden Fall is real. Finde ich, wie gesagt, aber nicht schlimm. Das passt ja viel besser, als ich dachte. Ich war nämlich gerade so, als ich gesehen habe, dass da so ein bisschen Rostrot drin ist, habe ich mir so gedacht, ob das nicht vielleicht etwas zu krass ist. Boom, fertig. Guckt euch mal diesen Blend an. Und dafür habe ich ungefähr nichts gemacht. Also wirklich eine tolle, tolle Formulierung. Die lassen sich so gut ineinander blenden. Ich bin gerade richtig beeindruckt. Heftig. Drogeriequalität?
Girl, this is bomb. Wie gesagt, gehe ich jetzt noch mit Yes rein. Das hat so ein leicht Aprikot, was kann man dazu sagen? Ist so ein Aprikot-Beige-Ton. Einfach nur, um hier alles noch ein bisschen mehr auszublenden. Das hat den Blend noch etwas weicher werden lassen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ohne, dass sich irgendwie das Pigment weggeblendet hat oder die anderen Farben quasi gar nicht mehr zu sehen sind. Die greifen super schön ineinander. Ich möchte super gerne auch Secret den Lavendelton benutzen und ich glaube, den benutze ich einfach auf unter dem Auge. Kann man das machen? Kann man machen, oder? Mach mal. Gehe aber vorher nochmal mit Forever rein, dem Braunton. Und hier bin ich etwas stärker mit dem Pigment reingegangen. Wenn ihr das jetzt einmal eben kurz vergleichen könnt, von hier oben, wo es schon sehr verblendet ist, zu hier unten. Also so und noch stärker könnt ihr dieses Pigment auch aufbauen. Muss mich so zusammenreißen, nicht zu smoky zu werden. Collect yourself, Kati. Und jetzt gehe ich in Secret rein, also das Lavendel. Auch das wieder relativ viel Kickback. Ich zeige euch gleich nochmal die Palette. Ich habe das jetzt ganz vorsichtig hier außen hingesetzt und hier einmal unten drunter. Das hat einen ganz leichten Fliederstich. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut erkennen kann. Die Qualität von diesem Spiegel ist einfach nur so krass. Ich habe noch nie einen so guten Spiegel in einer Drogeriepalette gehabt. Aber Tara hat das auch in ihrer letzten Kollektion auch extra gesagt, dass ihr das sehr, sehr wichtig ist, dass die Qualität des Spiegels eben auch sehr hoch ist. Weil wenn man schon Travel Size Friendly Paletten macht, dann muss der Spiegel halt auch sitzen, weil dann extra Spiegel mitzunehmen, ja, macht nicht so viel Sinn, ne? So, jetzt habe ich das Flieder hier noch ein bisschen verteilt und ich finde, es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen frischen Look und noch so ein bisschen Pep. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, auch wenn ich das auch, wie ich das hier oben gemacht habe, auch unten hätte machen können und dann einfach einen ganz basic, neutralen, superschönen Alltags- oder Brautlook hätte machen können. I like that. Als nächstes gehen wir ran mit Loyal. Es sind insgesamt nur zwei Schimmertöne drin. Das hier ist Loyal. Aber ich habe euch das ja auch schon ein paar Mal gesagt. Mir ist es lieber, ich habe mehr matte Töne als Schimmertöne, weil man dadurch den Look deutlich mehr verändern kann als nur durch die Schimmertöne. Und Friends, wenn ich euch sage, das fühlt sich so weich an und ist so schön. Ein wunderschönes Roségold. Ganz zartes Rosé, aber mit einer wunderschönen Perlmutterperle. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr hübsch. Ich hätte nicht gedacht, dass sich dieses Roségold so gut mit dem Rostbraun sozusagen verträgt und dann wiederum mit dem Rosé, was hier oben ist. Aber das geht wirklich in eins über. Jetzt gehen wir mit Home rein. Das ist das goldene Schimmer und das nehmen wir jetzt in der Corner Highlight. Die Namen sind doch einfach so schön. Mit einem Pencil Brush. Ich habe das Gold jetzt hier bis nach oben gezogen und das ist mir aber nicht genug. Ihr kennt mich, ich brauche immer einen richtigen poppigen Inner Corner. Ist natürlich etwas, wo man sagen muss, okay, ist das für einen Brautlook auch passend? I don't know. I need that in my life. Deswegen probieren wir mal, was man da rausholen kann. 70k all night, I mix everything better. Na also, da kommt es ja schon ein bisschen mehr raus. Love that. Und zwar will ich mit Trust, einer Mischung aus Trust und Finally, zusammen hier so ein bisschen an der Lashline lang gehen, damit man gleich so das Lashband ein bisschen verstecken kann, ohne dass man so einen super harten Liner drauf machen muss, weil dieser Look ist ja total soft. Ich habe jetzt ein bisschen mehr von Finally genommen und da habe ich ein bisschen Fallout. Das ist bei diesen kleinen Brushes aber relativ normal, nur dass ihr Bescheid weißt, seid da ein bisschen vorsichtig, wenn ihr ja schon eure Base fertig habt. Lässt sich aber auch problemlos wegwischen. Und ich habe jetzt sozusagen wie so einen kleinen Fake Wing gemacht, also nur im Vergleich, so sah der Look vorher aus, so jetzt. Machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Und damit sind wir jetzt mit den Augen soweit erstmal fertig. Tara hat außerdem in ihrer Kollektion noch zwei Paar Wimpern mit rausgebracht, zusammen mit Adele. Und die sind was ganz Besonderes, finde ich, von Adele. Die kosten jeweils 10 Euro, also 9,95. Und ich weiß nicht, ob ihr das in dem Packaging gut erkennen könnt, aber die sind doppelt gebunden. Das heißt, ihr habt eine untere Schicht und eine obere Schicht, wodurch sie diesen Mink-Lashes-Effekt bekommen, sind aber natürlich keine Mink-Lashes, sondern cruelty-free. Ich werde die nicht benutzen, sondern an euch weitergeben, denn wie ihr wisst, demnächst kommen auch Lashes von mir und ich fände es ein bisschen unfair, die zu vergleichen, weil natürlich liebe ich meine Lashes über alles. Deswegen kommen die einfach zusammen mit dem Blending Sponge in ein Giveaway, damit sich eine oder einer von euch darüber freuen kann. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt einfach was ausprobiere und dann sage, ja, aber meine mag ich lieber. Sorry, Tara. Aber du kennst das ja mit den eigenen Produkten. Ich habe mich jetzt spontan doch gegen Lashes entschieden und einfach nur meine Wimpern genommen und mir dabei hier noch schön hingedatscht. Und was auch noch sehr gut dazu passt, ist natürlich ein Lippenstift, beziehungsweise überhaupt was auf die Lippen zu machen. Sie ist mit zwei Sets rausgekommen und das finde ich sehr cool. Nämlich einmal Honeymoon und einmal First Date. Das sind zwei verschiedene Farben und da drin ist jeweils ein Lipgloss und ein Lipliner. Die kosten jeweils 12,95 Euro, was ich einen guten Preis finde dafür. Und ich zeige euch mal eben kurz die Farben. Bei dem hier könnt ihr schon sehen,
Versehen hier so einen kleinen Detsch gegeben, weil leider der Stift, man sieht es hier oben leider auch, der Stift, da ist einmal die Kappe abgegangen und der wurde so einmal oben angedetscht. Ich habe den noch nicht geswatcht oder irgendwie benutzt oder sonst irgendwas. Und das ist ein wunderschönes, dunkles Blutrot, also wirklich eine ganz tolle, rostbraune, rote Farbe, die sehr gut, finde ich, auch zu den Tönen aus der Lidschattenpalette passt. Und der Lipgloss ist richtig crazy auffällig. Der hat so krasse, silberne Sparkles mit drin und der hat halt eine krasse rote Farbe, sogar noch etwas intensiver, als die Kamera das jetzt zeigen kann. Und die sind halt so aufgebaut, dass der Lip Liner First Size und der Lipgloss Date und bei dem anderen Honey und Moon, was ich super süß finde. Den hier werde ich auch an euch verlosen. Das heißt, wenn ihr das gewinnen möchtet, also die Wimpern und Taras Sponge und so weiter, dann schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da wird es ein Mini-Giveaway geben. @ContraJunkie, genau wie hier. Damit ihr auch etwas von der Collection bekommt, falls ihr es nicht mehr schafft, was zu ergattern. Ich hoffe schon. Und wir tragen jetzt zusammen Honeymoon auf. Das ist, wie gesagt, auch ein Set, das aus einem Lip Liner und einem Lipgloss besteht. Und dieser Lipgloss ist was richtig Besonderes. Ich habe den noch nicht aufgetragen. Das sind die beiden Nude-Farben. Das hier ist so ein dunkles Dusty Rosé Rose Color. Und das hier ist halt ein richtiges True Rosy Nude, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und die Kamera fängt das leider überhaupt nicht ein. Ich werde es gleich mal auf der Hand swatchen und auf den Lippen sieht man es vielleicht auch. Aber wenn man die Komponente dreht, dann sieht man, dass da drin so kleine Reflexe sind. Aber nicht wie bei dem Glitter, bei dem roten, sondern ich habe das gestern schon zu einer Freundin gesagt. Das hört sich jetzt bescheuert an, aber es sieht aus, als wären da kleine Sterne drin. Also nicht so sternförmiges Glitter, sondern einfach so wie Sterne, die am Himmel leuchten. Manche heller, manche weniger hell. Bescheuert? Naja, auf jeden Fall finde ich es sehr süß. Und wir probieren die jetzt zusammen aus. Ich habe jetzt einmal die äußere Lippenlinie durch. Ich habe jetzt einmal die äußere Linie nachgezogen. Und wie ihr seht, der nutzt sich nicht so krass ab. Der ist cremig, aber hat auch eine bestimmte Festigkeit, was ich gut finde, um sehr präzise arbeiten zu können. Übermalen The House, dachte ich mir, kann man mal wieder machen. Und das ist eine wunderschöne Farbe. Etwas dunkler als meine natürliche Lippenfarbe, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Ich habe jetzt einmal die Lippen ausgefüllt, bis hier ganz in der Mitte. Ich mag tatsächlich eigentlich so Retractable Lip Liner lieber. Moment. Ja, also die man so aufdrehen kann und die dann sozusagen so eine feine Spitze sowieso schon haben, anstatt welche, die ich selber anspitzen muss. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich faul bin. Aber ist natürlich nicht schlimm. Ich habe sowieso einen Sharpener da, deswegen macht das nichts. Jetzt gehen wir mit Moon rein. Sind leicht parfümiert. Ah, so könnt ihr das sehen. Dieser leichte Perlmutt-Schimmer, der da drin ist. Bin so gespannt, wie der auf den Lippen aussieht. Hat einen ganz leichten roséfarbenen Schein. Das heißt, ist auf jeden Fall gut, wenn man den Lip Liner so aufträgt, wie ich das auch gemacht habe und nicht nur außen. So sieht das Ganze jetzt aufgetragen aus. Ich bin zweimal reingegangen, um es komplett aufzutragen. Und ich fände es schöner, wenn der Applikator ein bisschen größer ist. Ich mag das ja super gerne wie bei den Fenty Glossen, wenn man so einen richtig fetten Doe-Foot Applicator hat. Aber so kann man halt auch präzise arbeiten und trägt nicht zu viel Produkt auf. Also man hat jetzt einen sehr angenehmen Sheen auf den Lippen. Was ich aber definitiv sagen muss, ist, dass ähnlich wie bei den Bella Produkten es so ein kleines bisschen der Geschmack in den Gaumen kriecht. Nicht so schlimm wie da, weil der halt auch noch so der andere so krass parfümiert war. Das ist bei dem hier nicht der Fall, aber dieser Lipgloss-Geschmack, den habe ich tatsächlich auch ein bisschen im Gaumen. Nichtsdestotrotz finde ich die Farbe wunderschön und ich finde, es passt auch so unglaublich gut zu dem Lidschatten. Also mir gefällt das sehr, 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 sehr gut und das werde ich auf jeden Fall noch weiter benutzen. Und selbst wenn man den Lipgloss dann nicht weiter benutzt, also allein für den Lip-Pencil lohnt sich dieses Set schon, Friends. Ja, das war es jetzt mit dem Full Face of Tara Make-up sozusagen. Und was ist mein Fazit dazu? Als allererstes möchte ich mal Danke sagen, nochmal, dass du mir das geschickt hast, Tara. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Launch. Ich weiß, du warst unglaublich aufgeregt und es freut mich, dass es so gut angekommen ist. Ich finde, ihr habt einen fantastischen Job gemacht. Ich finde vor allen Dingen das Packaging, ihr habt es nochmal eine Schippe draufgelegt. Es war vorher schon schön, aber jetzt ist es einfach nur noch Bombe. Es ist für den Preis einfach so unglaublich elegant, super schön, super sleek, passt super auf eine Vanity, ist etwas, das mir selber sehr, sehr, sehr gut gefällt und auch etwas, wenn ich überlegen müsste, wie ich meine Produkte irgendwann mal rausbringe, falls das irgendwann mal passiert, I don't know, dann wäre das auf jeden Fall auch etwas, wie ich mir das Design vorstellen könnte. Sie haben eine tolle Qualität und ja, welche Produkte kann ich am meisten empfehlen? Ich kann dazu sagen, dass ich den Sponge diesmal nicht ausprobiert habe, aber da das der gleiche ist wie letztes Jahr, ein sehr, sehr gutes, präzises Make-up-Tool. Vor allen Dingen hat der eine unglaublich feine Spitze, die auch über die Abnutzungszeit rüber extrem gut sich hält. Und das ist natürlich cool, wenn man sehr, sehr konkret Concealer aufgeben möchte oder auch baken möchte unter den Augen oder auch zum Beispiel hier nochmal die Kontur nachziehen möchte. Das heißt,
Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß, dass das eines der Produkte ist, nach denen am meisten gefragt wurde jetzt, ob das im Launch sozusagen mit drin ist. Ja, ist es. Und das ist auf jeden Fall super. Zu den Lashes kann ich nichts sagen, weil ich sie euch weitergebe. Und wie gesagt, ich fände es auch unfair, dann zu sagen, okay, meine Lashes mag ich aber lieber. Ich persönlich mag Adele Wimpern nicht so gerne, aber ich finde die Idee sehr cool, dass man so zweilagige Wimpern jetzt auch in der Drogerie bekommt. Für die ein oder andere wäre das vielleicht eine Idee, um Wimpern auszuprobieren. Und sie sind halt voluminös, aber trotzdem auch noch ein bisschen natürlich, also nicht zu krass. Ich finde, das sind bestimmt gute Beginner-Wimpern. Translucent Loose Powder finde ich auf jeden Fall super. Es hat gut abmattiert, ohne irgendwie meine Haut super trocken zu machen oder mir so den Schein wegzunehmen. Es hat alles sehr, sehr gut gesettet und hat eine tolle Base gemacht für die Face-Produkte. Dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, das Loose Setting Powder gefällt mir sehr gut und ich finde es auch sehr schön, dass sie diesmal eine andere Farbe rausgebracht haben. Nämlich, naja, eigentlich ist es ja keine Farbe. Ein Puder, das also für viele Leute geeignet ist. Und dazu gibt es von mir auf jeden Fall auch ein Cutty Proofed. Bei der Augenpalette kann ich euch dazu nur sagen, es sind tolle Beginner-Lidschatten. Es ist eine super Qualität. Sie lassen sich aufbauen, sie sind pigmentiert, sie lassen sich aber auch extrem gut ausblenden. Und das auch, obwohl ich hier, wie gesagt, so eine super trockene Haut habe, hat sich das nicht festgekrallt, hat sich super gut verhalten. Die Schimmertöne sind wunderschön. Ich glaube, wenn man die noch mehr ansprühen würde, zum Beispiel das Roségold, das habe ich jetzt nicht angesprüht, dass die noch mehr popping sind. Aber für einen alltäglichen Look sind die super. Ich bin begeistert von der Qualität der Spiegel, die in diesen großen Paletten sind. Auch die Größe finde ich sehr gut, vor allen Dingen, dass man so viel Produkt dafür bekommt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist natürlich eine Color Story, die wir alle schon mal gesehen haben und die die meisten von uns zu Hause haben. Deswegen sage ich euch ganz ehrlich, genauso wie bei der Bella Palette, ist das eine Palette, die man unbedingt haben muss. Nee, aber was muss man schon unbedingt haben? Wenn man Tara gerne unterstützen möchte, wird man mit dieser Palette sehr, sehr glücklich sein, weil sie macht einen total super Job. Also auf jeden Fall das, was sie soll. Ich bin total begeistert von diesem Augenlook und ihr wisst, ich bin normalerweise für intensivere Augenlooks zu haben. Aber dass das hier so soft zu machen war, ist einfach super toll. Und ich finde, gerade für die Leute, die nicht viel Zeit haben, die Blendability, die Pigmentierung ist genau so, dass man das schnell machen kann. Hätte ich nicht zwischendurch gequatscht für dieses Video, dann hätte ich diesen Look, den ich jetzt drauf habe, in 5 Minuten machen können. Also eine richtig geile On-the-Go-Palette und ich glaube auch, dass man sie eben so als Day-to-Night-Palette mit den dunkleren Shades hier auf jeden Fall auch gut benutzen kann. Von mir gibt es also ein Yes. Ich glaube, mein Highlight des ganzen Videos, neben dem Lip Liner, den ich wirklich toll finde, und auch dem Lip Gloss, dieser Geschmack ist jetzt übrigens mittlerweile weg. Das war nur ganz am Anfang so, das finde ich schon mal sehr gut. Der ist halt nicht geblieben und die Farbe ist wunderschön, also gefällt mir toll, ist auf jeden Fall die Face Palette. Einfach aus dem Grund, dass man hier 5 Shades hat, mit denen man alles, was man im Gesicht braucht, sozusagen machen kann. Man kann setten, man kann baken, man kann highlighten, man hat einen wunderschönen Blushton, der gefällt mir so toll. Der Konturton ist super pigmentiert und snatcht euer Gesicht auf jeden Fall. Und auch wenn der hier etwas zu warm ist, der Bronzer, ich finde, wenn man den mit dem Konturton ein bisschen mischt, dann kann man den etwas so runtertonen. Und dadurch kann der auch für viele Leute auf jeden Fall eine tolle Alternative sein. Ich finde halt auch, dass der Highlighter, auch wenn ich ja sonst für Bang Boom Bang bin, in diesem Zusammenhang als Bridal Collection extrem schön ist, weil der halt eben einfach so einen, ergibt einen gesunden Glow, man kann ihn aufbauen und ich glaube, wenn man den ansprüht, dann geht der, das machen wir jetzt einfach, Fleisch. Nehmen wir diese guten Ideen spontan. Also wir sprühen unser Gesicht an und dann gucken wir mal, was der noch so kann. Ja, okay. Zum Thema, man kann ihn ansprühen und dann sieht er halt krass aus. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass das wohl... Okay. Also, ja. Auf jeden Fall, diese Palette von mir eine absolute Empfehlung aus dieser kompletten Collection. Natürlich sind die anderen Sachen auch sehr schön. Wie gesagt, auch den Lip Liner finde ich sehr, sehr toll. Wie gesagt, gibt es eine Mini-Verlosung davon auf meinem Instagram in den nächsten Tagen. Also schaut dort super gerne vorbei. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Tara. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Video geschaut habt. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich und ohne dich, Tara, wäre diese Review natürlich auch nicht möglich gewesen. Ich hoffe, dass du sehr viele zufriedene Kunden und Kundinnen hast und I'm proud to be one of the TumTum Sisters. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und subscribed to my channel, if you want to. If you don't, that's hurtful, but okay. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao! Kleiner Nachtrag übrigens noch an dieser Stelle, also als kleiner Check-in. Es ist jetzt 8:30. Ich habe um 15 Uhr das Make-up fertig gehabt und ich muss mal kurz sagen, als ich gerade meine Maske zu Hause abgenommen habe, ich war nämlich ja auch noch beim DM in der Sequenz, die ihr vorhin noch gesehen habt, sowohl der Blush als auch der Bronzer als auch Highlight und alles andere hat super gut gehalten. Also ich habe davon nichts in meiner Maske wiedergefunden. Also klar, von meinem Lippenstift, ja, natürlich, aber da ist nichts abgerieben,
von den anderen Produkten. Und ich meine, das ist natürlich auch mega, mega wichtig bei einem Bridal-Make-up, dass man vielleicht 12, 14 Stunden oder so drauf hat. Also das würde ich an dieser Stelle nochmal kurz einwerfen. Die Langlebigkeit der Produkte ist der Knaller. Und klar, ich habe das Urban Decay All-Nighter Setting Spray drauf gemacht, aber ich habe trotzdem bei anderen Produkten öfter mal das Problem, dass die sich dann an den Stellen, wo die Maske halt reibt im Gesicht oder so drauf sitzt, reiben ist vielleicht falsch gesagt, dass das dann ein bisschen abgetragen wird. Aber 5 Stunden später sitzt Bombe, ich sehe immer noch fresh aus und wirklich, ich glaube, dieser Blush, Freunde, ich glaube, den trage ich jetzt jeden Tag. Das nun mal von mir. Schönen Tag euch.